Liebe Schwestern und Brüder, wir sind beim Hören des Römerbriefes an den Beginn des Kapitels 9 gekommen. In Kapitel 9 und 10 wird sich Paulus mit einer sehr dringlichen Frage auseinandersetzen, die ihm nicht nur biografisch, sondern auch theologisch zu schaffen machte. Wir haben das heute leicht abgetan und betrachten das als ein Problem, das erledigt ist, aber das ist ein großer Fehler. Wir sollten uns durchaus von Paulus und seinen Worten beeindrucken lassen. Denn es geht um das Verhältnis zu Israel, zum Judentum. Wir sind schnell in der Gefahr, und zunächst ist daran etwas Richtiges, dass wir uns freuen über die Universalisierung, die mit dem Christentum gekommen ist, dass es nicht nur an ein bestimmtes Volk geht, nämlich das Volk Israel, sondern dass alle gemeint sind. Vielleicht haben wir es noch im Ohr, und es ist gut, dass wir es nie verlieren. Nichts kann uns scheiden und trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Selbst die Mächte des Himmels nicht und der Unterwelt nicht. Also auch keine Nationalität, nichts. Es betrifft alle. Aber ist damit Israel erledigt? Und Paulus sagt das ja am Beginn, er gibt seinen inneren Qualen Ausdruck. Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz. Was ist mit dem Teil Israels, der nicht an Christus glaubt? Schreiben wir die einfach ab? Haken wir das ab unter Irrtum des lieben Gottes? Hat er sich halt vertan? Hat er sich halt die Falschen rausgeguckt? Aber jetzt hat er ja uns? Toll. Stimmt aber nicht. Es bleibt eine ungeheure Zumutung, die Paulus hier herausarbeitet, dass die Erwählung Israels bleibt. Und es ist nicht nur so, dass das Judentum zur Kenntnis nehmen muss, dass in Christus das Heil, das ihm versprochen wurde, unter Abraham, was die Propheten ausgerichtet haben, ausgeweitet wird auf alle, die kommen wollen. Es bleibt auch für uns die Zumutung, dass dem Judentum, auch dem Teil, der nicht an Christus glaubt, etwas bleibt. Sie haben die Sohnschaft, sie haben die Herrlichkeit, sie haben die Bundesordnungen, die Tora, den Gottesdienst, die Verheißungen, sie haben die Väter und zum Schluss setzt Paulus das. Dem Fleische nach entstammt ihnen der Christus. Deshalb gibt es Christentum nie ohne eine Brücke zum Judentum. Auch zu dem Teil, der nicht an Christus glaubt. Und es ist unsere Herausforderung, es ihnen zu lassen, neidlos zu lassen. Und das können wir so gut wie gar nicht. Die schwierige Geschichte in 2000 Jahren zwischen Christen und Juden und Juden und Christen, die blutige Geschichte, am Anfang in einer kurzen Zeit umgedreht, sodass die paar Christen von Juden Druck und auch teilweise Verfolgung erleben mussten. Das hat sich aber dann gründlich und lange, lange und grausam umgekehrt, dass es halt eben so war, dass Juden von Christen verfolgt wurden. Das ist ein Zeugnis für dieses schwierige Verhältnis und für die Zumutung, die durch Gott darin liegt. Und es ist nicht von ungefähr, dass Paulus am Beginn hier seiner kurzen Einleitung, indem er das Problem umreißt, zu einer Doxologie findet, zu einem Lobpreis Gottes. Er wird das am Ende des 11. Kapitels noch einmal tun. Hier heißt es, Christus, der dem Fleische nach ihnen entstammt, der über allem als Gott steht, er ist gepriesen in Ewigkeit. Am Ende des 11. Kapitels wird er sagen, und dieses Wort ist uns durchaus vertraut, O Abgrund von Weisheit, o Tiefe der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Ratschlüsse. Wir hören das als Kapitel in der ersten Sonntagsvesper, also am Ende des Sabbats, im Übergang zum Sonntag. Eine tiefe, tiefe Weisheit liegt darin in der alten Ordnung des Stundengebetes, dies genau an diesen Schwellenpunkt zu setzen, am Übergang vom Sabbat zum Sonntag. Die Worte des Paulus sollen uns auch heute mehr nachdenklich als zufrieden hinterlassen.